Er hat jetzt am Luftschiffhafen das Kommando. Matthias Rudolph ist der neue Cheftrainer von Turbine Potsdam. Ihm zur Seite steht neben dem langjährigen Co-Trainer Dirk Heinrichs die ehemalige Turbine-Kapitänin Jenny Zietz. Nach der 45-jährigen Arbeit von Trainer Bernd Schröder kann man da schon von einem echten Neustart beim Frauenfußballverein sprechen. Wobei der 33-Jährige den berühmten Vorgänger nicht als Last empfindet, sondern es ist so, dass ich mein Ding mache und dass das eigentlich gar nicht auf mich lastet, sondern im Gegenteil, so positiv, wie sich das alles in den letzten Jahrzehnten hier entwickelt hat. Und deshalb bin ich ja darauf stolz, dass ich dieses Amt übernehmen durfte. Neuer Trainer, neue Spielidee. Matthias Rudolph übt derzeit das Spiel mit Viererkette inklusive Ballnahmen verschieben ein. Bislang hatte Turbine ja eher auf die mannorientierte Dreierabwehr mit klassischem Ausputzer vertraut. Das habe ich ja auch schon generell gesagt, dass wir variabel sein wollen zwischen Vierer- und Dreierkette. Es ist nicht so, dass wir gar keine Dreierkette mehr spielen wollen, sondern dass wir je nach Gegner uns da vorher dafür entscheiden, welche Sache wir spielen. Ich habe das damals in Leverkusen auch schon gespielt und in den U-Nationalmannschaften. Ich mag es gerne, jemanden neben mir zu haben, mich mit jemandem sehr gut abzustimmen. Und ich denke, dass wir das sehr gut spielen können. Das haben wir auch in den letzten zwei Spielen in der letzten Saison gezeigt. Ich denke, wenn wir an den Kleinigkeiten fallen, dann können wir das noch ein bisschen mehr optimieren. Bis auf Feli Rauch, Lydia Kulis und Viktoria Schwalm können soweit alle Turbinen fit in die Saisonvorbereitung starten. Auch die bisherigen Neuzugänge Anna Gaspar, Sandra Sadrizil und Isi Obereik-Bogun. Mehr sind auch nicht unbedingt geplant. Wir müssen erstmal sehen, wie sich Lara Praschnika hier noch macht im Probetraining. Und dann werden wir sehen, ob wir eventuell noch eine Verpflichtung machen oder nicht. Und auch das ist anders. Der neue Trainer bittet jetzt nur noch zweimal statt wie bisher dreimal täglich zum Training. Und auch morgens wird schon mit dem Ball gearbeitet. Ich fühle mich momentan vom Kopf ein bisschen fitter. Trotzdem ist es sehr anstrengend. Also ich bin mal gespannt, wie es dann wird, wenn wir wirklich dann 6 Wochen am Stück trainieren und mit der Mannschaft zusammen sind. Aber bis jetzt ist es auch hart und ich denke, es ist auch gut, so um in die Saison zu gehen. Genau, in ein paar Wochen wird man dann sehen können, wie die Mannschaft die neuen Ideen des ehemaligen 03 Außenverteidigers aufgenommen hat. Es bleibt also in jedem Fall spannend am Luftschiffhafen.